Wir müssen etwas ausliefern. Memento. Mori? Auf jeden Fall eine kleine Statue. Und damit, hallo. Sie wirkt etwas unsicher. Mit den Augen und überhaupt mit ihrer Gestik. Und willkommen zurück bei Mirror's Edge Catalyst. Cool, das Ziel ist schon auf der Karte. Markiert das da hinten? Oh Mann, ey. Dann gehe ich wieder rechts den Weg rüber. In einer Minute, das kriegen wir hin. Müssen wir. Ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung, wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume, Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Das war natürlich vor den Unruhen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Oh, hätte abräumen müssen, okay. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Mist. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete, uns belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Ich hoffe, ihr Anblick entzündet in ihm einen Funken dessen, was er einst war. Die Dinge müssen sich ändern, aber das alles ist wertlos, wenn er sich nicht auch ändert. Verdammt, du hast alles ruiniert! Entschuldigung, gleich nochmal versuchen. Das war Mist. Mir hat aber ganz schön viel Zeit gefehlt, nicht bloß so 5 Sekunden, ne? Oder das war er noch nicht, oder? Der Typ da? Wer war denn das? Dieses Paket enthält eine kleine Statue, die für mich von enormem ideellen Wert ist. Sie ist ein Geschenk. Eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Also zerbrich sie bitte nicht, sonst ist alles ruiniert. Ich gucke einfach unterwegs, wie ich wieder bestmöglich dahin komme. Nein! Okay, jetzt geht's los. hab ich wieder Shift gedrückt. Ich bin nicht sicher, ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung, wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume, Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Das war natürlich vor den Unruhen. Mist. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete und belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Geht's ich nicht. Hoffe, ihr Anblick entzündet in ihm einen Funken dessen, was er einst war. Die Dinge müssen sich ändern, aber das alles ist wertlos, wenn er sich nicht auch ändert. Verdammt, du hast alles ruiniert! Mann. Okay, ich gehe jetzt mal eins weiter. Ich muss meinen Weg ändern. Also ich nehme nicht die erste Brücke nach links rüber, sondern die zweite. Eine kleine Statue, die für mich von enormem ideellen Wert ist. Sie ist ein Geschenk. Eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Also zerbrich sie bitte nicht, sonst ist alles ruiniert. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung, wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume, Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Scheint mir aber langsamer zu sein, ist viel zu weit weg. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete, uns belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Mist. Jetzt müsste sie uns noch anschnauzen. Ey, du hast alles versaut. Statue ist aber noch ganz. Mist, das ist schwieriger, als ich gedacht hätte. Also der Weg ist auf jeden Fall langsamer. Enthält eine kleine Statue, die für mich von enormem Ideal. Rüber. Ich habe auch kaum Zeit, mir irgendwie einen Überblick zu verschaffen, wenn ich hier bin. Ich muss das im Rennen sehen. Eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Also zerbrichst du ja. Nur damit du es weißt. Wenn wir einfach so nebenbei angequatscht werden. Ich weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung, wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume, Orte und Dinge, die wir sehen wollten.
Das war natürlich vor den Unruhen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Ich glaube, bis hierhin geht's schon, aber dann... Eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete, uns belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Ich hoffe, ihr Anblick entzündet... Scheiße, ich gehe den gleichen Weg, aber ich weiß nicht, wo ich anders lang gehen soll. Die Dinge müssen sich ändern, aber das alles ist wertlos. Verdammt, du hast alles ruiniert! Ist ja gut. Ich könnte mir den Weg auch erstmal so angucken. Kann ich nochmal ablehnen, wenn ich hier bin? Nee, ne? Runnere, dieses Paket enthält eine kleine Statue, die für mich von enormem Ideal... Moment. Mission abbrechen. Sie ist ein Geschenk. Eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Also zerbrich sie bitte nicht, sonst ist alles ruiniert. Die Zeit ist jetzt nicht da. Das waren wir nicht. Dogen wird langsam ungeduldig. Bla bla bla. Zurückkommen wird halt schwierig, weil wir nicht die gleiche Seilrutsche in die andere Richtung nehmen können. Wo kommst du denn auf einmal her? Ah, nicht abgeholt. Hä, wo kommen die Punkte jetzt her? Waren die einfach nur nicht da, weil wir gerade eine Mission hatten? So, hier gibt es keinen anderen Weg darüber. Nein, danke. Das hier wäre schon mal kürzer, dann muss ich immer noch hier hochlatschen. Das ist doch wieder was anderes, oder? Bist du derjenige welcher, den wir dann beliefern müssen? Könnte sein, die stehen einfach die ganze Zeit hier rum, ne? Und dann gibt es eine Mission, die mal zu ihnen führen, wie der aussieht. Steht einfach so auf dem Dach rum. Okay, ich mach das nochmal und versuche das eben mit diesem Weg hier hoch. Gucken, ob das überhaupt klar geht. Achtung, heiße Luft. So, wie kommen wir jetzt wieder darüber? Über das Geländer? Das kann schwierig werden. Nee, geht. Das ist so hoch. Das Rohr vielleicht benutzen? Mal gucken. Jo. Was ist hier? Eine Bazooka. Nein. Können wir das auch lesen? Infos, Dokumente, Nomad. Haben wir das gerade eingesammelt? Ja, scheint so. Warum macht man die Schrift eigentlich so klein? Man hat hier so viel Platz. Das könnte man doch alles viel weiter rüberziehen. Warum muss man das Bild und die Schrift so klein machen? Nomad weiß nicht, wann er geboren wurde. Und es interessiert ihn auch nicht. Er weiß also womöglich überhaupt gar nichts über seine Herkunft. Er hat sich seine eigene Geschichte erschaffen, in der ihn sein Vater schon vor seiner Geburt verlassen hat, woraufhin ihn seine Mutter... an die er keinerlei Erinnerung hat, alleine großzog, bis sie schließlich während der Novemberunruhen ums Leben kam. Er kann sich vage an andere Erwachsene erinnern,
sowie daran, dass er weggelaufen ist und wieder zurückgebracht wurde. Von den Behörden, jemand anderen, weiß er allerdings nicht mehr. Er weiß nur noch, dass er damals, als er ich frage mich gerade, weil wir hier lesen können, dass er den anderen Kindern beim in die Schule gehen zugesehen hat, ob Faith bei der Schule war. Robert ist ein begeisterter Graffiti-Künstler. Also er kann sich auch in die Werbedinge hacken, das haben wir schon erfahren. Es sind inzwischen fast 10 Jahre her, seit er ihn das erste Mal... Faith sieht als große Schwester. Okay. Liegt ja einfach mal so rum, so ein Dokument. Oh, hier kann man... Ah, ich war wieder so langsam unterwegs. Zu langsam unterwegs. Jetzt habe ich wieder etwas die Orientierung verloren. Moment, Seil. Da müssen wir lang. Eigentlich wollten wir zum Hauptquartier und die erste große Mission abholen, aber... Es kam wieder was dazwischen. Ich wette, du liebst es zu laufen. Nö, wir tun bloß so. Runnerin, ich habe dieses Paket enthält eine kleine Statue, die für mich von enormem Wert ist. Sie ist ein Geschenk. Eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Ich wette, du liebst es zu laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung. Wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume. Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Das war natürlich vor den Unruhen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete 10 Sekunden und belauschte, ohne etwas zu hören. Und doch alles mitbekam. Ich hoffe, ihr Anblick entzündet in ihm einen Funken dessen, was er einst war. Die Dinge müssen sich ändern. Verdammt, du hast alles ruiniert! Hätte gedacht, so schaffe ich das doch gerade so, aber nein. Und ich habe jetzt kaum große Böcke geleistet, da muss es irgendwie noch eine andere Abkürzung geben. Eine kleine Statue, die für mich von enormem ideellen Wert ist. Sie ist ein Geschenk. So. Wie sieht's mit der Kohle aus? Was interessiert dich das denn? Die hat echt zu viel Zeit. Ich bin nicht sicher, ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung. Wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume, Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Muss mal woanders lang gehen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung. Hier haben wir das mit dem Rutschen gesehen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Okay, jetzt bin ich zu langsam. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete, uns belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Er gedrückt halten geht hier nicht zum Neustarten. Kontrollpunkt neu laden. Okay, den Weg kann ich aber grundsätzlich nehmen. Jetzt bin ich mir etwas sicherer, wo ich lang muss. Ich hoffe, ihr handelt in ihm einen Funken dessen, was er einst war. Die Dinge müssen sich ändern. Verdammt, du hast alles ruiniert! Also, jetzt weiß ich schon mal, wo ich woanders lang gehen kann. Mal gucken, ob ich da schneller rauskomme. Allzu viel hätte nicht gefehlt. Aber schön, dass es mehrere Wege gibt. Es macht bei der offenen Spielwelt Spaß. Die für mich von enormem ideellen Wert ist. Sie ist ein Geschenk. Na, jetzt bin ich hängen geblieben. Das kostet schon mal eine Sekunde.
Ich bin mir nicht sicher, ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung, wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume, Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Das war natürlich vor den Unruhen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Bei 20 Sekunden, das gibt sich nichts. Auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber Nein. gescherzt, dass sie bei unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete und belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Ich hoffe, ihr da oben können wir's knicken. In ihm einen Funken dessen, was er einst war. Die Dinge müssen sich enden. Verdammt, du hast alles ruiniert! Ist aber auch interessant, dass sie eher fertig ist, bevor die Zeit dass die Zeit eher abgelaufen ist, bevor sie fertig ist. Vielleicht müssen wir einfach insgesamt erstmal bessere Fähigkeiten erlernen, um grundsätzlich auch schneller zu sein. Das Paket enthält eine kleine Statue, die für mich von enormem ideellen Wert ist. Sie ist ein Geschenk. Eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Also, es ist der letzte Versuch jetzt. Dann gehen wir erstmal zum Hauptquartier. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung. Wir waren vollkommen andere Menschen. Ah, das war jetzt blöd. Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Das war natürlich vor den Unruhen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben. Und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Da hätten wir auch vielleicht lang gekonnt, jetzt ist es wieder Nach zu spät. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete, uns belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Ich hoffe, ihr Anblick entfesselt ihn einen Funken dessen, was er einst war. Die Dinge müssen war blöd. Sich ändern. Verdammt, du hast alles ruiniert! Das ist aber echt sehr knapp bemessen. Da muss man irgendwie noch eine ganz besondere Abkürzung finden oder halt noch besser werden. Sie hält eine kleine Statue, die für mich von enormem ideellen Wert ist. Sie ist ein Geschenk. Eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Nein! Also zerbrich sie bitte nicht. Jetzt haben wir uns zerbrochen. Ich wollte weit weg von der Säule da hoch, wo ich jetzt die letzten zwei Male hängen geblieben bin. Dieses Paket enthält eine kleine Statue, die für mich von enormem ideellen Wert ist. Sie ist ein Geschenk. Eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Ich wette, du liebst es zu laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung. Wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume, Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Das war natürlich vor den Unruhen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete Nein. und belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Ich wollte es ohne Springen machen, in der Hoffnung, dass wir weniger fliegen. Dessen, und so schneller war. Sind. Die Dinge müssen sich ändern. Aber das alles ist Verdammt, du hast alles ruiniert! Einmal noch. Ich will zumindest einmal oben auf dem Dach ankommen. Es nervt mich, dass ich jetzt zwischendurch so ein paar Hänge habe. Mann! Runner, dieses Paket enthält eine kleine Statue, die für mich von enormem Ideal Könnten das nicht 10 Sekunden mehr sein? Ist ein Geschenk. Eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Also zerbrich sie ja. Nur damit du es weißt. Ich bin mir nicht sicher, was mir diese Statue bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung. Wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume, Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Das war natürlich vor den Unruhen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Bald kann ich das Nach auswendig. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete, uns belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Ich hoffe, ihr Anblick entzündet in ihm einen Funken dessen, was er einst war. Nee, schaffen wir da nicht. Sich ändern. Aber das alles ist wertlos, wenn... Hey, Verdammt, du Mann. Hast alles ruiniert!
Nein, ich war doch schon fast da. Warum müssen das diese 4 entscheidenden Sekunden sein, die nicht die volle Minute bedeuten? 56 statt 60 Sekunden. Mann! Okay, jetzt ist genug. Jetzt mache ich aber auch Schluss hier. Oh Mann, das hat ja alles gut funktioniert. So, hier rüber ist nicht, weil zu glatt. Ja. Den Text kann ich bald auswendig. So, ich muss hier noch abbrechen. Entschuldigung. Bedeutet oder wofür sie einmal stand. Wir waren damals noch jung. Wir waren vollkommen andere Menschen. So, hört sie jetzt auf? Scheint so. Nun gut, dann schauen wir mal, was für eine nächste größere Mission da auf uns wartet. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.